Werte Lords und werte Ladies, willkommen zurück zu Mountain Blade Wobbenpferd und Schwert mit dem Franz Josef vor unserer Burg Wincourt. Ja, mit großen Plänen, ne, nach wie vor unsere Besatzung zu verstärken. Wir haben in der letzten Folge, wir sind ziemlich weit rumgereist und haben Truppen geholt und Truppen geholt und Truppen geholt und ausgebildet, ausgebildet, ausgebildet. Und ach, ihr wart ja dabei, habt es ja gesehen. Ja, wir brauchen Leute, ne, für unsere Burg, beziehungsweise auch für die Stadt Brave, ne, Suno ist, denke ich, soweit ganz gut gesichert. Ja, und die Schwaben haben, ne, der Karlauer, der Witz der letzten Folge, haben sich die Burg Kelredan von den Nord geholt. Ich lache immer noch. Das war mal sehr abenteuerlich. Und die Norddörfer waren alle geplündert. Das ist natürlich schlecht für uns, weil dann bekommen wir keine Truppen. Deswegen sofort nach oben zu den Nord und schauen, dass wir noch ein paar Leutchen abgreifen können. Das wäre wichtig. Was? Der Graf Gutler hat erst zu den Rodok. Er hat den Nord abgeschworen. Interessant. Die Nord haben echt Probleme. Ich verstehe es gar nicht. Die haben echt Schwierigkeiten offenbar. Die Burschen, ne? Tja, da scheint die Stimmung mies zu sein. Weshalb auch immer. Wahrscheinlich, weil sie zu viele Leutchen haben. Und einige keine Lehen haben. Das wäre natürlich möglich, dass sie deswegen da ein bisschen unentspannt sind. Die Herrschaften. Jawohl, jetzt Shepherds hier. Schau mal. Ah, wunderbar. Okay, ich bin voll mit dem Essen. Das ist gut. Aufleveln. Befördern, befördern, befördern. Die ganze Bande, verstehst? Jawohl. Das läuft. So, nach Quinn geht's noch. Und dann würde ich sagen... Da schon wieder diese blöde Steuerineffizienz. Ja, verdammte Hacke. Naja, kleines Geld gab es zumindest. Na, aber unser Reichtum, das ist durch diese ganze Truppengeschichte und Befördererei und so, da geht die Kohle raus, Freunde der Nacht. Da geht die Kohle raus und ne, die fressen uns auch ständig unseren ganzen Bauchladen hier leer, den wir da dabei haben. So, pass auf. Nein, nicht zur Schenke, zum Marktplatz. Waffen. Verstärkter Bogen, na, das will ich nicht. Kriegsbogen, jawohl. Ach, der ist verbogen, das wollen wir nicht. Ein verbogener Kriegsbogen. Zweihandsäbel, nee. Aha, wieso ist der verbogen? Das ist ja doof. Nee, dann kaufe ich den nicht. Nee. Den blöden verbogenen Bogen kannst du selber da, verstehst? Da alles geplündert. Ab nach Jajek. Alles geplündert. Deinen blöden Bogen, den verbogenen, nee. Oh, hier gibt's, uiuiui, da kriegt einer auf die Mütze. Da kriegt ein Schwabe auf die Mütze. Er ist gefangen genommen worden, eieiei. Aha, und der Jarl Fahn ist aus der Gefangenschaft entlassen worden. Wahrscheinlich ist er kleines Geld geflossen, ne? Da schau mal, wie die uns hier leer fressen. Das ist bodenlos. Was die uns da alles wegsnacken. So, okay, komm. Haben wir hier vielleicht einen schönen Bogen? Langbogen, stark. Schaden 25. Aber den kann ich gar nicht nehmen, ne? Kriegsbogen, gesprungen, ja klar. Kaputter Kriegsbogen, super. Vielen Dank auch. Genau das, was ich nicht brauche, verstehst? Na gut. Einige Soldaten können befördert werden, jawohl. Das ist okay, machen wir gleich. Zack, Nordkrieger, Nordstreiter. Rodok-Geschütze hier, zack. Ja, wisst ihr was, wir holen uns noch ein paar Vegiere, oder? Genau, wir machen noch eine kleine Runde an der Küste entlang. Vielleicht treffen wir noch ein paar unvorsichtige Seeräuber. Was haben wir hier alles? Also wie oft hier irgendjemand als Verräter angeklagt wird, das ist echt auffällig. Na, das ist, wenn du die Burschen, wenn du Fürsten hast... denen du keine Lehen geben kannst, ne? Die keine Lehen haben, die sind einfach unzufrieden. Und deswegen, ich glaube, mit der Taktik, die wir da betreiben, dass wir eben nicht jeden aufnehmen, sondern nur Leute aufnehmen, wenn wir auch Lehen haben. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Da hauen sie ab, die Seeräuber. Recht haben's, die Burschen. So, Marktplatz, jetzt pass auf. Verstärkte Bogen, oh, die haben wieder nix. Kriegsbogen gesprungen, natürlich. Zweihandsabel. Zweihandshaumesser, meisterhaft. Ah ja. Ach, das ist doch echt gemein. Eben nur so Crap. Na gut.
Habt ihr Rüstung? Boah, Alter, 78.000, seid ihr völlig bescheuert? Wer soll denn das kaufen? Wer soll denn das bezahlen? Wer soll denn das bezahlen? Oh, was sind denn das für Stiefel? Lederstiefel gehärtet. Ja, da wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Nix. Kriegsross lahm. Das, sowas brauchen wir nicht. Dann nicht. Dann gehe ich halt woanders hin. Ah, Moment, die Seeräuber hier. Da, Seeräuberkloppen. Schwupp. Komm, die holen wir uns. Die holen wir uns, die holen wir uns, die gehören uns. Teufel, Dreck von your skull. Jo. Hurra, Seeräuberkloppen. Da bleiben. Stopp, stopp. Okay. Infanterie, Bogenschützen. Zack, zack. Und die gehen dahin. So. Na, dann sind die gleich mal hier aufgeräumt, die Burschen. Schwert raus. Lass sie kommen. Ja, da kommen sie auch schon. Okay, Infanterie los. Reiter los. Helden gehen da runter, bitte. Und jetzt die Helden los. Jawohl. Gott, jetzt ist schön verteilt. Na, jetzt sind die ein bisschen versprengt alle miteinander. Stehen sie nicht gegenseitig im Weg um. So, und mit dem spielen wir Golf. Und zack. Oh Gott. Okay. Ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Ganz mieser Abschlag. Zack. Was fällt hier ein? Einfach in mich reinreiten. So was tut man doch nicht. Jawohl, da liegt der Boden. Oh je. Ja, die sind nicht zu beneiden, die Seeräuber. Was? Das war's schon, oder wir? Was? 9 Tote? Was habt ihr gemacht? Seid ihr verblödet? Oh Gott. Mei, oh mei. Lauter Fallobst bei uns. Wie ist denn das gegangen? Wieso sind die denn tot? So was tut man doch nicht. Sehr ärgerlich. Gehen mir die ganzen Leute drauf hier, weil ich nicht drauf aufpasse. Ich merke schon. Nordstreiter, na gut. Oh gut, und es sind wieder Plätze frei, falls sich jemand bei uns bewerben will. Ne? Es sind wieder Plätze frei. Ja, schau mal, 7 Vigire. Na, was ist dann? Läuft bei uns. Hier, zack, ich hätte gern 108 Dinar. Dankeschön. Das kleine Geld nehmen wir gerne mit. Na, holen wir uns halt noch ein paar Vigire. Ist ja wurscht, die sind auch gute Schützen. Das könnt ihr auch. Ah ja, ein bisschen cool. Soll ja gesund sein. So, danke. Wie viel Platz haben wir noch? 11 Stück noch. Na gut. Ja, geht's darüber noch? 1880, Tiger-Banditen da, mein Gott. Tundra-Banditen, nö. Brauchen wir nicht. 4 Vigier, jawohl. So, wo ist Gekloppe da drüben? Tundra-Banditen, 47, da gehen wir mit in die Schlacht. Das gibt Erfahrungspunkte, jawohl. Oh Gott, das ist ja, ach, komm. Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben, einer ist gestorben. Wahnsinn. Ja, ja, wir haben dir geholfen. Ich weiß, ich bin der Franz Josef. Alles gut, ne? Ist ja tatsächlich einer gestorben bei 14 Gegnern. Das ist peinlich, Leute. Das ist peinlich. Naja, die waren wahrscheinlich nicht ganz bei Sinnen, die Herrschaften. Naja, wie auch immer. So, neue Freiwillige für uns. Jawohl. Ja, komm doch mal. Nein, das ist mir zu teuer. Oliven 113, hallo. Geht ja gar nicht. Freundschaftspreis, nichts dran verdient, was? Im Einkauf, genau. 116. Absoluter Selbstkostenpreis. Schnäppchenjäger. Sowas. Okay, nach Mechin. Vielleicht gibt es da noch ein paar Nord. Ne? Kelredan gehört immer noch den Schwaben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist nicht normal, was hier passiert. Okay, so. Dann nach Praven. Haben wir schon wieder. Ja, Beförderungs. Genau, hier. Zack. Befördern, befördern. Nordgeübter, Nord wie auch immer. Da sind wir. Auf geht's. Komm, Vollgas. Volle Granate.
Unglaublich, Burg Kelridan. Wir haben sie doch, glaube ich, damals gemeinsam erobert mit den Norden, ne? War das nicht so? Haben nicht wir Kelridan mit erobert? Ist schon wieder so lange her, ich weiß es nicht mehr. Komm, wir klappern mal unsere Dörfer ab. Vielleicht gibt es da noch irgendwo Banditen, ne? Banditen sind ja auch gerne mal mit dabei, dass die unsere Städte, unsere Dörfer hier einfach so belagern. Nö, da ist nix. Und dann kriegst du da keine Rekruten und im Dorf geht's nicht gut und so. Nö, hier schaut alles gut aus inzwischen. Atzgard, schauen wir da noch schnell hin. Sieht auch gut aus. Okay, dann geht's nach Braven. So, kurz in die Schenke gucken. Vielleicht gibt's noch ein... Boah, oh, Hinterhalt! Hinterhalt! Das war ein dummer Fehler von dir. So, in die Kniescheibe, jawohl. Was fällt dir ein, du Lump? Na? Ach, da kommt nur einer, schau an. Dem schießen wir auch in die Kniescheibe, so. Hallo, warum treffe ich den nicht? Jetzt aber. Der tat weh. Entschuldigung. Das war nicht nett, ich weiß. Diese dreckigen Hinterhalte, doch einfach in der Nacht. So, Lösegeld-Bobo, jawohl. Schau mal hier, ich hätte da ein paar Tiger-Banditen. Weg damit, danke. Da ist ein Bauer, jawohl. Sehr gut. Gisim, okay. Rettet das Dorf Gisim, das machen wir noch schnell. Ne, das sind dumme Banditen. Heißt, das ist gut für unsere Truppe, wenn die auflevelt. Aber ich habe gerade gesehen, wir können aufleveln. Wege Plänkler, 22 Stück, jawohl. 5000 Geld haben wir noch, oh Gott. 5000. 5000 Dinar. 42 Banditen, ja, das ist okay. So, da bleiben. Hier wird jetzt sinnlos vorgerannt. Das mach nur ich, verstehst? Das macht nur der Franz Josef. Franz Josef rennt sinnlos vor, bitte. So, jetzt aber, okay. Jetzt. Mir nach. Zack. Säbel. Jawohl. Oh, haut man Pferd oder was? Ja, 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 ja. So, der ist auch weg. Der fehlt bei der nächsten Zählung. Zack. Hört auf zu blocken, ihr schwachen Arten. Ja, wie sind wir sauber wegblocken alles? Jawohl, da nichts geblockt. So, kleiner Zweiteiler. Eieiei. Da fallen's wie die Fliegen, die dreckigen Banditen. Und die Schlacht ist gewonnen. Naja, drei Bauern sind tot, das kommt schon mal vor, ne? Passiert. So, na, wir brauchen euer Geld nicht. Plus 8, jawohl, okay. Jawohl, befördern, befördern, befördern. Oh, das hat aber nicht viel gebracht, ne? Das war nicht viel wert, ich merke schon. Das hat nichts gebracht. Nicht die paar dummen Banditen. Da waren keine Erfahrungspunkte drin. So, zurück nach Braven. Jawohl, stationieren die Garnison. Okay, was haben wir hier? Nordveteran, ja, warum nicht? Rein damit. Ambros Schützenveteran, rein damit. Geübte Schütze, rein damit. Schwäbische Ritter. Das waren auch immer mehr, gell? Ich glaube, so viele Ritter brauche ich gar nicht. So, okay. Plänkler. Genau, die leveln hoch. Das ist okay. Sklavenmeister, auch okay. 22 Bogenschützen, 21 Krieger, 26 Krieger. Ja, da können wir uns noch ein paar holen, hätte ich gesagt. Ja. Okay, wie sehen wir aus? 116 jetzt in der Stadt Braven. Wie geht's in der Stadt eigentlich? Die Armut der Stadt Braven ist unerträglich. Die wenigen auf dem Markt feilgebotenen Waren scheinen preislich weit außerhalb der Reichweite der Bewohner zu liegen. Die Menschen sind unterernährt, ihre Tiere krank oder im Sterben und ihre Handwerkszeuge scheinen kaputt zu sein. Die Hintergassen sind nun das Reich der Fliegen und räudigen Hunde.
Euer eigenes Banner fliegt über den Stadttoren. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig. Es herrscht tiefste Nacht und rechtschaffende Menschen trauen sich schon längst nicht mehr auf die Straße. Ach sowas, wie schön. Naja, also die Stadt ist im Endeffekt am Ende. Haben wir uns fast schon gedacht. Naja. Soldaten können befördert werden, jetzt auf einmal. Na ganz toll. Na dann, Nordveteran und Bogenschützen, jawohl. Plus 17, wie viele Schwaben? 11 Schwaben, ist okay. Die holen wir uns, die 11 Schwaben, ne? Die lassen wir uns nicht entgehen. Kostet wieder 110 Dinar. Zappalot. Da klingelt die Kass. Aber hallo. Und dumme Banditen, jawohl. Die nächsten, die auf die Mütze kriegen. Da bleiben. Nicht sinnlos vorrennen. Geld, das tun wir nicht. Da hinten kommen sie. Schau an. Jetzt dürft ihr angreifen. Genau, erst einmal einen kleinen Bogen und jetzt dürft ihr angreifen. Ansonsten verkeilen sich die Pferde bloß. Das ist ganz schlecht. Haha, ist vorbeigeschossen. Zack, und Dübel. Und Dübel. Jawohl. Da war er wieder. Der Zweiteiler. Zack, jawohl. Da fällt er. In den Dreck. So. Na, pass auf, Burle. Jawohl. Alles leckere Erfahrungspunkte. Ach ja. Einer ist noch übrig. Ja, ja. Mal schauen, wie lange noch. Ja, das war's dann wohl. Genau. Sag ich doch. Sehr schön. Also wieder ein Dorf befreit. Hurra. Das gibt Moral. Ja, behaltet eure Almosen. Gebt mir lieber ein paar Leute. Jawohl, dankeschön. Und ein Fisch. Den nehme ich auch. Servus. Hat sich schon wieder gelohnt. Naja, und wieder lustige Beförderungen. Ein weiterer Ritter. Ein Bogenschütze. Ach Gott. Meine Herren. Gibt wieder Geld. Ja, ja, die Steuerineffizienz schon wieder. Naja, wir sind bei 7000. Okay. Ja, so langsam. Ja, aber das eine da mit den... Schon wieder... Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder dumme Waldbanditen. Leute. Ja, aber diese eine Rüstung dafür, schlappe 80.000. Also das war ja ein echter Schnapp. Da ist man mal kurz die Pumpe gegangen, du. 80.000 Mücken wollten die haben. Okay, komm, alle Angriff. Ist ja wurscht. Voll rein ins Gedümmel. Da waren wir jetzt mal ganz... Hä? Der hat sich vorgedrängelt. Was soll denn das? Wieso drängelt der sich vor? So was tut man doch nicht. Zack, so. Jawohl. Und zack, er ist auch weg. Ah, endlich mal ein paar Leute, die... uns jagen wollen. Das ist sehr schön. Hey, der hat mein Pferd. Der hat auf mein Pferd geschossen. Dein letzter Fehler, mein Freund. Na? Oh je. Da ist noch einer. Ah, jetzt fällt er oben, verstehst du, wie Fallobst. Jawohl. Natürlich ein bisschen Harakiri hier mit dem Pfeil und Bogen rumschießen, ne? Da trifft man die eigenen Leute. Ach je. Ja, die Banditen waren auch schon mal besser. Behaltet euer Zeug. Ach, zum Dank will niemand bei uns mitmachen, oder was? Wie seid denn ihr drauf? Wie seid denn ihr drauf? Undankbares Pack. Leute, das ist geplündert, aber wenn wir nicht hin, dann wollen wir da hin. Schaut euch das an, ne? Nichts mehr von wegen Ehre oder sowas, nö. Ich merk schon. Ne? Anstatt, dass man dankbar ist, dass man befreit wurde, nö. Ist uns wurscht, was der Franz Josef macht. Ja, ja, alles klar. Kommt zu den Gewinnern, sag ich mal. Kommt zu den Gewinnern, genau. So, verlassen, Truppe. Schwäbischer Reiter, Bogenschütze. Milizionär, Armbrustschütze. Schon wieder bei 92. Ne? Wundert, dass uns das Geld noch nicht ausgegangen ist. Herr Gitt und Robberkampf ring geschlossen. Okay.
Waffenruhe zwischen den Schwaben und den Rodok ist auch beendet. Heißt, jetzt, nachdem die Rodok momentan im Frieden sind mit jedermann, rechne ich eigentlich damit, dass die bald wieder gegen uns zu Felde ziehen werden. Ne? Diese kleinen Kriegstreiber, diese Elendigen. Ja, okay, vielleicht bin auch ich der kleine Kriegstreiber, ich weiß es nicht. Äpfel, Käse, jawohl. Na, man weiß es ja nicht. So, okay, Nordkrieger, Veteran, Bogenschütze. Aber ich glaube, die Taktik ist ganz gut, dass wir hier zumindest einmal schauen, dass wir Leute in unsere Stützpunkte kriegen, ne? Burgen, Städte etc. Weil da, ich merke, du brauchst es. Du musst da echt dran sein, du musst da hinterher sein. Ansonsten bist du mal empfindlich im Hintertreffen, wenn du das vernachlässigst. Natürlich sind das dann alles keine Top-Leute, das ist mir schon klar. Aber erst einmal Leute reinpacken. Haben ist besser als brauchen. So, wie viele Leute haben wir? 107. Das reicht, glaube ich, erstmal, ja. Aufleveln kann ich noch nicht, okay. Nein, das glaube ich nicht. Was passiert hier? Uxal gehört den Schwaben, Dirim gehört den Schwaben. Was zur Hölle passiert hier? Ey, ihr Nord, das ist ja eine Lachnummer, was ihr macht. Die holen sich alles zurück. Ja, bin ich völlig bescheuert. Das ist nicht euer Ernst. Ich bin schockiert hier, echt. Krass. Wisst ihr was, wir machen mal ein paar Infanteristen bei den Schwaben. Rodok Ambrosschütze, jawohl. Okay. Meisterschütze in die Burg. Schwäbische Infanterist in die Burg. 5 Stück. Rodok. 4 Ambrosschützen. Wege Bogenschützen. Jawohl, ihr kommt in die Burg. Nordveteranen in die Burg. Reiter, Reiter, Reiter. Das Verhältnis Schützen und Infanterie ist ausgeglichen ungefähr. Okay. Ja, weitere Leute holen, ne? 40 Leute holen. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 140. Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Ja, Tirodok, ne? Wann kommt er? Ich warte bloß drauf. Ich warte echt nur drauf, dass die uns angreifen. Und die Nord verlieren gerade alles, was wir mühevoll erkämpft haben. Ne? Wir haben Dirim erkämpft, wir haben Uxal erkämpft. Das ist ein Witz, was die Nord ohne uns hier veranstalten. Das ist ein absoluter Witz. Ein Schlag ins Gesicht ist es. Traurig. Echt traurig. So, jetzt kommt der Graf Ayam. Genau, der wurde auch von den Nord verjagt. Geht zu den Schwaben. Kein Wunder. Ah, Waldbanditen, Moment. Versteck angreifen. Muss sein. Ne, es ist zu nah bei uns. Wollen wir nicht. Da werden dann irgendwelche Handelskarawanen ausgeraubt. Und gehen uns dann Zölle verloren. Das wollen wir nicht. Wenn wir stehen, zappeln nicht so rum. Da trifft man dich ja nicht. Jetzt aber. So, bei mir bleiben, Freunde. Nicht wieder sinnlos vorrennen. Na, das werden immer mehr, oder? Kann das sein? Werden es immer mehr? Jawohl. Und dann nächste Kollege. Oje. Das ist der Bogenskill noch nicht gut genug, glaube ich. Jetzt aber, jawohl. Schöner Headshot. Zu hoch. Ja, so langsam wird das. Weiter, tapfere Schwaben. Aber wir sind ja gar keine Schwaben, stimmt. Tapfere Bayern. Der liegt auch im Dreck.
Da drüben ist noch einer. Dumme Waldbanditen. Jawohl, gute Nacht. Da kommt der Mann ohne Hemd. Oje, erbärmlich. Na dann. Oje. Wie sie einfach so spawnen, ne? Einfach so? Oje. Vor unserer Linse wird gespawnt. Hallo? Ah ja, okay. Da kommen die nächsten. Ach komm. Ich trinke halt ein bisschen an, Franz Josef. Geht doch. Er trifft wieder nichts. Sehr gutes Spiel. Franz Josef, der alte Null-Performer. Ja, aber für die kriegst du halt auch keine Erfahrungspunkte, ne? Die sind halt so, die können nix, die Burschen, ne? Toll, zu viert kriegt er einen kaputt. Ihr seid echt stark, Freunde. Zu viert kriegt er einen kaputt. Wie viel sind denn noch da? 1, 2, 3, 4. Okay. Hä? Wo steht denn der? Ach Gott, ich sehe den vor lauter Bäume nicht. Jetzt machen wir erstmal die Burschen da hinten platt. Ne, die spawnen eh wieder im Überfluss. Ich kenne sie doch. Wenn jetzt wieder Gott und die Welt zusammen spawnen. Ja je. Oh Gott. Na dann. Dankeschön. Na dann. Jetzt sind schon wieder welche. Das hört gar nicht mehr auf, ne? Das hört nicht mehr auf. Da hinten ist noch einer. Ganz weit weg, weißt du? Ach komm, ist da was? Alle angreifen. Das ist mir jetzt zu blöd. Künstlich in die Länge gezogen hier, diese Geschichten. Du triffst auch nichts, du Waldbandit. Oh, oh, wo bist du denn? Sowas. Sehr unfair, direkt vor meiner Nase zu spawnen. Zack. Machen wir mal so, da sieht man ein bisschen mehr. Das ist nicht euer Ernst. Ist die Irmi umgefallen, echt? Die Irmi hat's erwischt. Die war betrunken, glaube ich, oder? Genauso wie ich, ich treffe nichts. Die Irmi ist umgefallen, Leute, Leute. Was stimmt da nicht? Naja, das Müll. Müll, was sie dabei macht. Nimm ich das Brathähnchen mit, da schau mal. So, zack. Die Irmi ist umgefallen, ich bin schockiert. Ganz schwache Nummer. Ganz schwach. Naja. Was ist das? Ach, Waldbanditen, okay. Ich finde es lustig, die kloppen sich da alle schön gegenseitig. Ja, und wir holen uns die Truppen in der Zeit. Das finde ich echt gut. Wir packen unsere Burgen und Städte voll und vor allem, was ja auch gut ist, unsere Fürsten, die ja jetzt unterwegs sind, die können jetzt quasi in der Zeit ihre Truppen aufbauen. Sprich rekrutieren plus im Endeffekt genauso hochleveln, so wie wir. Rodok hat den Schwaben den Krieg erklärt. Oh, wie geil. Jetzt wird's abenteuerlich. Oh, wir haben schon alles voll, oder was? Tatsächlich. Oh Gott, zu viel Fressalien. Leute, Leute. Könnte jetzt eine gute Gelegenheit für uns sein.
wenn Rodok mit den Schwaben im Krieg ist. Und wir haben ja noch ein bisschen Waffenruhe. Achso, ich bin ja schon voll, mein Gott. Wir haben ja Waffenruhe mit den Schwaben. Moment, wie lang noch? 16 Tage. Ja gut, 16 Tage sind schnell vorbei. Die Schwaben mit den Nord und mit den Rodok im Krieg sind. Können wir vielleicht hier hinten ein bisschen zumachen, ne? Dass wir sagen, wir holen uns die Burg Haringoth. Wir holen uns vielleicht Uxal, Ribelet. Nur mal so als Idee. Ja? Könnte man machen. Frage ist immer, funktioniert es? Das weiß man ja nie. 6 Nord, jawohl, vielen Dank. Naja, aber es hat uns immer noch keiner den Krieg erklärt. Das finde ich echt stark. Wahrscheinlich trauen sie sich nicht. Khergit hat den Nord. Jetzt kriegen es die Nord aber von allen Seiten, ne? Jetzt kriegen sie es von allen Seiten. Ich glaube, die Nord, die brechen gerade völlig ein. Die brechen gerade richtig ein. Boah, sind die Jungs stark hier, schau mal. Die Khergit. Ja, die kloppen jetzt Kudan wahrscheinlich. Und vielleicht auch hier unten die Burgen. Die Saraniden, die halten sich hier noch ein bisschen raus. Grunwalder. Ja, gegen die Nord brauchen wir momentan nicht ins Feld ziehen. Wir sollten eher schauen, dass wir hier unseren Bereich sichern. Das wäre jetzt eigentlich so der Plan. So, ab nach Hause. Ab nach Braven. Jawohl, wieder leckere Erfahrungspunkte gekriegt. Garnison, so. Bogenschütze, Infanterist, Veteran, Nordrekrut, Nordstreiter, Ritter, geübter Nordstreiter, okay. Rodok, Armbrustschützen, Veteran, in die Stadt, geübter Armbrustschütze, in die Stadt, Nordveteran, in die Stadt, Legier Bogenschütze, haben wir die? Ne, haben wir nicht. Behalten wir mal, ne? Ja, wir haben jetzt wieder keine Schützen dabei, das ist auch auffällig. Wir haben jetzt wieder viele Nord, aber keine Schützen. Infanterist. Die gehen auch rein. Ja, dann können wir uns jetzt noch Schützen holen. Was? Wie viel Geld haben wir? Nur noch 3000, oder? Boah. Da geht's Pulver raus, Leute. Ich hab's euch gesagt, da geht die Kohle raus. Also, wir haben in Braven jetzt 143. Das ist nicht toll, das weiß ich. Aber das ist zumindest mal eine Abschreckung, dass nicht jeder dahergelaufene Jarl oder Fürst oder wer auch immer meint, er könnte alleine so eine Stadt hops nehmen. Also da braucht es dann schon einen kleinen Feldzug oder der große König mit 300 Mann muss anrollen, dass die da eine Chance haben. So, kurzer Kontrollblick nochmal. Sind irgendwo Banditen? Nö, sieht gut aus. Wie sieht's da aus? Nö, auch keine Banditen. Alles gut. Schauen wir nach Suno. Ein Turnier. Sehr gut. Was ist immer noch Gelage? Wie lange ist denn das Gelage noch? 4 Tage noch. Boah, krass, okay. Ja, schauen wir nochmal zum Gelage. Na, was gelagt so? Der Matthias, der ist auch die ganze Zeit hier am Bechern. Genau, jetzt gibt es wieder Beziehungsplus. Also ab und zu, wenn man beim Gelage vorbeischaut und mit den Leuten quatscht, kriegt man quasi nochmal hier so einen kleinen Beziehungspush. Also sich alle freuen, dass sie auf unsere Kosten essen und trinken können. Also das nehmen wir natürlich gerne mit. Ihr sollt auch Truppen rekrutieren und nicht den ganzen Tag fressen und saufen, verstehst? Wo kommen wir denn dahin hier? Na, wissen wir irgendwas? Ne, wir wissen nichts. Okay, gut. Du könntest doch mal was anderes anziehen, Schätzelein, gell? So als Frau des Königs da... Naja. Wie auch immer.
Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Beim nächsten Mal machen wir dann das Turnier. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Mount & Blade Warband. Ja, und bin gespannt, ob wir beim nächsten Mal dann schon vielleicht einen kleinen Feldzug starten können gegen vielleicht sogar auch die Schwaben oder die Rottok. Ich muss mir das noch genau überlegen. Naja, also, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.